Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe eine Anfrage gekriegt, ob ich euch was vorstellen würde. Ich hoffe, das ist auch das drin, was das drin sein soll. Aber setzen. Ha? Daumen drücken. Ja. Und zwar ein Doppelmonitor für den Laptop. Ich muss mal gucken, wo und wie das jetzt aufgeht. Ach so, okay. Wir werden auch noch kurz in die Unboxing-Ansicht wechseln, damit man von oben besser reingucken kann. Wenn ich das nachher ranmache an den Laptop, dann müssen wir das natürlich wieder von so machen, damit ihr was seht, weil von oben raufgucken, das bringt denn halt nichts. Ich wechsle. So, da sind wir in der Unboxing-Ansicht. Und wie ihr seht, hier ist ein Laptop abgebildet mit zwei Monitoren. Der Monitor gehört natürlich zum Laptop, logischerweise. Triple Screen, Laptop Screen. S2. So, hier haben wir dann 14 Inch, 1080p, 60 Hertz, 300 CDM, ich denke mal, das wird die Helligkeit sein, 1000:1. Und hinten haben wir dann, also hier ist die Platte, dann USB, USB zu USB-C, HDMI zu C, in der Box und Back. Und hier sieht man das dann abgebildet. Energiesparstufe A. Sonst haben wir hier nichts weiter drauf. Dann werden wir mal den Laptop-Screen Extender auspacken. Kamera verschoben, Entschuldigung. Na. So. Oh! Box heißt wirklich Box. Guckt euch das mal an hier mit dem Ledercase. Und hier kann man die Kabel reinmachen. Also Box heißt hier wirklich Box. Das ist ja geil. So, dann haben wir hier, machen wir den Karton weg. User Guide haben wir hier. In Englisch. Auch die Einstellung, Sound und hast nicht gesehen. Okay. Und hier haben wir nochmal eine. Auch wieder in Englisch. Wir können Typ C, Typ C, Typ C, Typ C. Okay. Hinten hat er auch noch eine Verstärkung. Okay, also vom Erklären jetzt, auch wenn ich jetzt kein Englisch kann, alleine von den Bildern her würde ich sagen, gut erklärt. Okay, einklappen, da auseinanderziehen. In Strom. Okay, na, das werden wir mal sehen. Ich werde mal die Kabel jetzt noch nicht alle rausmachen, damit wir das halt nachher noch finden, was ist. Also hier haben wir einmal
USB-C zu HDMI. Hier haben wir dann ein USB-C gebogen zu USB-C, ja, also gerader USB-C zu gebogen, einmal. Dann haben wir nochmal einen geraden USB-C zu einem gebogenen USB-C. Und dann haben wir einen USB ein USB-C zu USB-A, also USB-C ist hier, USB-A oder B, also ganz normaler Standard-USB, einmal und natürlich dann halt nochmal. Wie ihr seht, ja, seht ihr das? Ja, könnt ihr erkennen. So. Das sind die Kabel. Anleitung, Kabel. Jetzt gucken wir uns das Gerät an sich mal an. Alles Weitere kommt dann natürlich im Hardware-Video. Hier können wir die Kabel verstauen. Ja. Also es ist wirklich... Ja. Kann nichts passieren mit den Monitoren. So, dann haben wir hier ein Klettband drumherum. Das mache ich mal ab. So. Das ist der Standfuß, so wie es aussieht. Ja. Oh, cool. Kann man verlängern. Einfache Technik, aber gut. Gut, und dann packen wir das mal aus. Wo haben wir denn hier was? Ah, hier ist auch noch mal was dazwischen, das ist gut. So, dann klappen wir das mal auf. Und dann haben wir hier auch noch mal. Das würde ich auch an eurer Stelle nicht wegschmeißen. Damit schützt ihr halt den Bildschirm, ja, dass es dann halt hier dazwischen kommt. Und hier haben wir den zweiten Bildschirm. Und wie ihr seht, kann man hier dann da aufziehen, dass es dann am Monitor rankommt. Was haben wir hier oben? Ach, da kommt, das ist dann für oben. Auch gummiert und mit einer Kante. Dass es dann oben am Monitor mit dran ist. Hier haben wir auch links und rechts. Wenn wir das jetzt auseinandergezogen haben, haben wir hier auch eine Kante. Hier auch, also geht halt, es ist Gummi geschützt logischerweise und hier so eine richtig kleine Kante, damit es dann halt so ein bisschen drumherum ist. Ach, hier oben geht's ab. So, wo haben wir denn den anderen? Ach, hier. 1080p Monitor, also Full HD. Reicht ja aus. Ach, und hier nochmal ein Aufkleber. Achtung, wenn man das auseinander macht, nicht mit dem Finger dazwischen. Also passiert jetzt nichts, seht ihr ja. Aber man soll es nicht machen. Achtung. So, und dann gucken wir mal, wenn wir das jetzt hier zusammenklappen. Ne, erstmal müssen wir die Seite zusammenklappen, oder? Ne, die Seite. So, ah, genau, dann klappt das hier rein. Das ist positiver Nebeneffekt. Dann machen wir die Matte hier rein. So, und dann ist es schon zu. Und der Monitor ist durch die Matte hier geschützt. Weil hier ist er ja dann, ah, hier haben wir dann auch noch ein Rädchen. Hier auch. Wird für laut und leise sein oder so. Müssen wir dann testen. Und hier haben wir dann die USB-C-Anschlüsse. Drei Stück an der Zahl. Wird dann dreimal Strom sein und oder dreimal Bild und einmal Strom. So besser gesagt. Linke Monitor, rechte Monitor. Müssen wir mal gucken. Das werden wir gleich im
Hardware-Video genau sehen. Das werden wir testen. Ich werde dann noch die Kamera nochmal umbauen. Oder ich werde sie erstmal noch so lassen, damit ihr seht, wie wir das an dem Laptop anbauen. Und dann werde ich die Kamera wechseln wieder in die andere Ansicht, damit ihr dann von der Seite gucken könnt, ob alles funktioniert, wie das funktioniert. Ich bin mal gespannt. Das soll es soweit für das Unboxing gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im Hardware-Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Curse.